Hallöchen und willkommen zurück hier bei Baldur's Gate 3 und wir erinnern uns, wir haben in der letzten Folge hier mit diesem kleinen Tiefling, glaube ich, ist es gesprochen, mit dem Mattis und er wollte uns Diebeswerkzeug verkaufen und ich meine, dass Benny sich dazu entschlossen hat, sich das zu kaufen. Das habe ich sogar gemacht, ich habe es auch gleich benutzt und ich habe die Truhe nicht aufbekommen, jetzt ist es weg. Also es hat sich nicht wirklich gelohnt, aber der Wille war da. Der Wille war da, aber wir lernen daraus, stehlen gehört sich nicht. Aber tatsächlich habe ich es geschafft, meinen Charakter ein bisschen auszuprobieren, das ist die falsche Taste, aber meinen Charakter mal ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich habe unten nicht nur meine Quickslot-Leiste umgelegt, ich habe auch den Dolch wieder als Waffe genommen, denn während das Langschwert zwar ziemlich cool ausgesehen hat, habe ich darauf einen quasi Angriffsnerf erhalten. Einfach weil ich mit der Waffe nicht umgehen kann als Tiefling. Und ich werde mich jetzt versuchen, ein bisschen mehr aufs Verzaubern zu konzentrieren, weil das ja eigentlich so mein Steckenpferd ist. Als Asmodeus-Tiefling, der ich bin. Das stimmt. So, und wenn ich mich recht entsinne, war unser nächstes Anliegen hier in der Druidenhainsenke, in der wir uns gerade befinden, dass wir mal da runtergehen und mit den Leuten, die sich da aufgestellt haben, quatschen, oder? Wie seht ihr das? Können wir machen. War alles andere schon? Was? Ich bin mir nicht sicher. Also wir alles andere mit Sicherheit nicht. Das ist ja eine relativ große Stadt. Also na, wir können ja sicherheitshalber hier nochmal die Lager. Runde rumgehen und gucken, ob da noch was ist. Wir können auch erstmal die Runde rumgehen, ja. Wir wollen ja hier nichts verpassen. Weil wenn wir in die entgegengesetzte Richtung gehen, dann müsst doch noch... Könnt ihr hier auch den Rucksack mitnehmen, um vielleicht euer Inventar ein bisschen zu sortieren? Hier den Rucksack, sagst du? Achso, warte, ich habe ihn aus Versehen selber mitgenommen. Gibt's den nur einmal? Nee, es gibt mehrere. Ich habe jetzt schon ein paar dabei. Aber es ich habe mir jetzt bloß leer gemacht. Also ich kann ihn nur leer machen, den Rucksack. Mit Rechtsklick und wenn du, dann kannst du den quasi aufheben. Ach hier, aufheben. Okay. Also da kannst du quasi ganz normal deine Sachen reintun. Das zum Beispiel die Tränke und die Schriftrollen, die du vielleicht hast. Du verstehe. Und die kann, bleiben dann aber auf der Quickslot-Leiste. Die bleiben auf der Quickslot-Leiste, ja. Dann tue ich da jetzt mal alles rein, was ich so aufheben möchte. Und hoffe, dass ich den Rucksack nicht irgendwann versehentlich wieder beim Händler verschenke. Und ich habe ja ein Buch im Inventar. Rira, Rolle, Rops, braten wir uns einen Klops. Okay. Wo habe ich denn das her? Das hatte ich doch gerade noch nicht. Hast du das mir das zugesteckt, Benni? Das habe ich dir unter Umständen gegeben, ja. Ach, faszinierend. Benny versorgt mich hier mit Qualitätsliteratur. Das ist ja fantastisch. So, und Kevin fehlt irgendwie hier auf unserer... Ja, ich habe kurz auf die Karte geguckt. Wir dürften eigentlich nichts vergessen haben. Okay. Okay, aber hier geht's jetzt trotzdem durch und da gucken wir jetzt mal rein, würde ich sagen. Da kann's nicht. Mann, dein Rabe nervt. Entschuldigung. Im provisorischen Gefängnis sind wir. Warum wird das nie angezeigt auf der Karte? Und ich bin jetzt in einer Zwischensequenz. Ach, das ist ja doof. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. So, sagt ihr Bescheid, wenn ihr. Also, ihr könnt ja einfach dann dazustoßen und euren bevorzugten Dialog wählen. Das war Einigkeit und nach Einigkeit nach Maß und wir stellen uns zwischen dem Goblin und der Armbrust. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too. You move. Und jetzt hätte sich mein Zauber gelohnt, wo der mir einen Bonus auf Einschüchtern Würfe gibt. Aber ihr habt euch eh umentschieden. Nein, erschieß mich. Ganz einfach, oder? Das dürfte sie hinkriegen. Möglicherweise sterbe ich, ja? Knapp. Easy. What in every hell is wrong with you? Damn you. Damn it. Why do you care if a goblin lives or dies? Weil sie keine Zielscheibe ist, sondern eine Person. Can't say I
It's all right, Arca. Let's go. War ein bisschen buggy. Ja, ein bisschen, ne? Aber hat trotzdem funktioniert. Und wir haben unsere gute Tat vollbracht, aber so wie ich die Dankbarkeit hier einschätze, werden wir dafür nicht belohnt. Ich muss mal ganz klar sagen, ich finde das doof. Was? Dass sie nicht dankbar sind? Nee, auf der Karte wird das hier als Steine, als Berge angesehen. Es war überhaupt nicht ersichtlich, dass du da durch kannst. Naja, aber es ist direkt dahinter was, also... Ja, aber... Was ist denn dahinter? Na, wir sind ja jetzt gerade quasi in der Höhle. Oder meinst du ja. jetzt... Ja. Dass da mein Höhleneingang verzeichnet ist oder so. Nix. Ja, aber du siehst doch quasi, da ist ein Weg, auf den wir hingegangen sind, sind dort ein paar Steine und direkt dahinter ist eine Höhle. Also du siehst doch auf der Karte, dass es da weitergeht. Nee. Oh. Doch, klar. Also ich gebe Kevin insofern recht, dass die Karte nicht sehr übersichtlich ist. Aber ich würde schon sagen, dass man erkennt, dass da hinten weitergeht. Und wir sind in einer unterirdischen Passage, wenn man durch die Tür geht. Cool. Wollen wir erst nochmal kurz zurück und die Dame da fragen, die wir gerade gerettet haben? Ja, lass das mal alles irgendwie versuchen, nacheinander zu machen. Genau, damit wir hier nicht vom Hundertste ins Tausendste kommen und da unseren eigenen Plan irgendwie über den Haufen werfen. Aber, wollte wissen, was da ist. So, die Dame. Kevin ist schon im Dialog, stelle ich gerade fest. Mhm. Ich habe euch das Leben gerettet. Ihr solltet dankbar sein. Nette Geschichte. Habt ihr die für ein Kupferstück gekauft? It's the truth. I swear on your mother's grave. Get me out of here. Deine Mutter lebt noch. Deal? Also, so wie die sich benimmt, würde ich dir da jetzt auch nicht rausholen. Das kann man sich ja später immer noch überlegen, aber jetzt noch nicht. Wenn wir sie wirklich nicht finden sollten. Wenn ich Kevins Mauscursor so betrachte, ist er echt unentschlossen. Ihr habt mir alles Wesentliche erzählt. Ich finde die Priesterin schon allein. Even if you did find my tribe, they'd set the orgs on ya. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. Du, lass mal weggehen. Die wird da ja nicht gleich verschimmeln in dem Käfig. Na gut, dann gehen wir erstmal. Ich hätte sie verrotten lassen. So, wir könnten... Warte, nicht mit mir reden. Erst mache ich hier einen Quicksave. Ja, guter Punkt. Und jetzt könnte man es nochmal riskieren, ob wir den Dialog führen können. Ah, diesmal tatsächlich. Oh, es funktioniert tatsächlich. Eine Goblin-Heilerin, das ist mal was Neues. Aber vielleicht ist sie die einzige Chance, dass unsere Schädel ganz bleiben. Ich weiß halt nicht, wer die obere Zeile gerade gesagt hat. Ach so, okay. Wer ist denn hier der Auswählende? Ich weiß es nicht, also gerade eben war ich das anscheinend. Okay. Ich kann eigentlich nur mein Dings abgeben, oder? Denke ich mal. Also ich gebe jetzt meinen halt Tipp nicht ab, ich lasse doch keinen Goblin in meinen Schädel rumwühlen. Wir haben schon genug Ärger. Genau. Okay, also bin ich jetzt hier der Gesprächsführer. Ja, ich würde auch sagen, ich lasse doch keinen Goblin in meinem Schädel rumwühlen. Wir haben schon genug Ärger. Ich weiß nicht, wer das jetzt von euch sagt.
Also, Kevin, denke ich mal nicht, also. Nee, immer noch du. Ach so. Weil ihr jetzt quasi so gar nichts, das ergibt irgendwie keinen. Also, es ist, so mir fehlt gerade irgendwie der Gegenpart vom Dialog, um das zu verstehen. Also, dann rede ich halt weiter mit mir selber. Genau, Goblins sind noch nicht für ihre medizinischen Fachkenntnisse berühmt. Hey. Also, das war anscheinend doch ich. Nee, es war doch, ich habe in dem Moment geklickt, als es Matze gesagt hat. Ah, ja, okay. Hat. Aber ich habe also dasselbe das irgendwie. Ach, ich glaube, jeder darf mal auswählen. Ja, schon, aber das hätte man ein bisschen mal zeigen. Wer das, wer gerade am Auswählen ist, weil ich wusste halt nie, wessen Dialogoption das jetzt gerade in dem Moment ist. Das hat mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Ja, maximal. Aber gut, dann lass uns mal. Hier komme ich nicht ran. Kann es sein, dass die Troller im Weg steht? Ja, die steht so ziemlich blöd. Die musst du mal ein bisschen wegnehmen. Du kannst sie übrigens auch noch aufleveln, sehe ich gerade. Die hat noch so ein Plus da unten. Ach so. Dann machen wir das doch mal. Und tun einfach mal so, als wüsste ich, was ich mache. Ein Kleriker ist erhöhtes Trefferpunkte-Maximum. Neu ist Untote vertreiben. Präsentierst ein heiliges Symbol und sprichst ein Gebet. Jeder Untote, der dich sehen oder hören kann, ist gezwungen, von dir zu fliehen. Haben wir so viel mit Untoten zu tun? Noch nicht. Gibt's Alternativen? So, na gut. Ja, jede Menge. Okay. Oder wir machen das dann vielleicht offscreen, das können wir auch überlegen, oder? Ja, das können wir tatsächlich auch machen, das müsste ja irgendwo gehen. Dann machen wir es mal annehmen, dann ist zumindest Level up. Achso, ach hier unten kann ich wechseln, wen ich steuere, okay, verstehe. So, dann gehen wir mal in die unterirdische Passage, genau, das war's. Und gucken mal, was wir hier so finden. Aua! Alter! Stop! Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces! Kill 'em! Sehr ausdrucksstarkes Gesicht. So, kann ich dir jetzt hochhelfen? Wahrscheinlich nicht, weil mein Zug irgendwie, weil ich nicht dran bin. Nee, Benny ist dran. Ah. Ah, mein Rabe ist dran. Oh, der erste ist schon tot hier, sehe ich. Ja, ist quasi da reingeflogen. Fehlschlag, super gemacht, Rabe. Na, aber können wir die nicht nicht aufhelfen, die da unten liegt? Du kannst es probieren, ja. Druiden. Aber erst wenn ich dran bin, du bist dran. Wieso geht das denn nicht? Nicht genügend Bonusaktionen. Why though? Wo sehe ich denn, wie viel ich habe? Das weiß ich auch noch nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Ich kann mich aber auch gerade nicht bewegen. Also ich kann quasi gar nichts machen, außer meinen Zug beenden. Achso, hast du, wo ich den Zug beendet habe, kann ich was machen. Ja, weil du hast vermutlich noch die Schattenherz ausgewählt, kann es sein? Nee, ich hatte mich ausgewählt, tatsächlich. Okay. Wo war denn hier helfen? Hilfe da. Zack. Komm hoch, Schattenherz. So. Und wir machen mal diesen Zauber. Ach, es gibt noch mehr davon? Okay, ich habe mich jetzt irgendwie auf Charisma verwünscht, whatever this means. Gut, der steht. Ach nö. Ja, den konnten wir eigentlich nicht mehr retten, oder? Wen? Den da unten. Ach, war das einer von uns? Ja, das war auf jeden Fall irgendein NPC. Aber ich weiß nicht, wie wir den hätten. Naja, ein bisschen können. Schwund ist immer. Oben. Und irgendwo steht einer da oben und nee, ich glaube, das ist nee, da. Das ist die Vorrichtung da. Das ja, die Wächterstatue da oben rechts. Ja. Ach hier, da, okay. Deswegen brenne ich auch die ganze Zeit so fröhlich vor mich hin. Deswegen bin ich da rausgelaufen. Naja, ist ja gar nicht verkehrt.
So ganz grundsätzlich. Aber der war doch gar nicht schlecht, der Treffer. Ja, irgendwie habe ich damit fast gerechnet. Was haben die denn alle gegen die... Wie heißt sie? Shadowheart. Ich weiß nicht, ich nenne die immer Gladys. Gladys. Ist halt so. Interesting. So, die Gladys ist dran und kann natürlich nichts machen. Dementsprechend wird der Zug beendet. Dann helfe ich der guten Dame eben nochmal hoch. Weil ich glaube, wir haben nämlich keine Wiederbelebung. Ich habe eine mehr, im Inventar. Das heißt, ach, hast du doch, okay. Na gut, ich gehe trotzdem hier auf Nummer sicher, play it safe und ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee, wenn ich das mache. Ich bin mich in einer Feueraura-Hülle. Jetzt kommt der dicke Wodark hoch. Was war? Oh, das war ja nice. Was? Du hast jetzt quasi den da umgebracht. Da oben. Achso, durch meine Aura quasi. Aber der hat ja eigentlich auf Kevin gezielt und nicht ich auf mich. Ich bin auch tot, ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß auch nie, wer das gemacht hat. Na, der hat auf dich gezielt, aber ja, aber ich hatte noch volle HP quasi, also. Ich weiß es auch nicht. Es ist etwas sonderbar. Der Kampf sieht jedenfalls nicht gerade aussichtsreich aus für uns. Nee, wir sind ja schon mit Viertel HP nur rein. Die meisten. So, Benny ist dran. Kritischer Treffer, das ist sehr gut. Wie viel hat er denn noch? Ach, nichts mehr, sehr schön. So, soll ich jetzt Kevin hochhelfen oder erstmal kämpfen? Was? Okay, ich glaube. Heil dich lieber erstmal selber irgendwie ein bisschen hoch. Okay, das krieg ich hin. Weil Kevin stirbt ja noch nicht sofort. Die Dame kann jetzt noch nichts machen. Dann nehmen wir mal einen Heiltrank. Kritischer Fehlschlag, das ist äußerst gut. Ja, Vorsicht, die Statue. Jetzt haben wir noch zwei Gegner mit, wo sind sie denn? Wer ist das denn? Achso, das ist Adlerauge Gorsa. Die weiß vollen HP, kann das sein? Ich habe doch gerade einen getroffen. Verwirrend. Ja, du hast einen auch tatsächlich komplett umgebracht. Sind nur noch zwei. So. Kevin, geh mal duschen, ey. Wie sieht denn das hier aus? Müftelst ja schon richtig. Sorry. Diese Räucherkerzen liegen hier in der Gegend rum. So, die Gladys ist dran. Die kann leider nichts machen. Oh, das war Glück. Wieso steht denn bei Kevin jetzt Todesrettungswurf erfolgreich? Aua! Ja, diese Wächterstatue kriegt man aber auch nicht weg, oder? Nee. Ist ja nur am Trollen. Scheiße. Fantastisch! Diese Scheißstatue hat's echt noch rausgerissen. Oh ja. Nee. Oh, alle reingelaufen. Ja, was soll ich machen? Ich glaube, das... Hört sich nach einem Reload an, oder? Müssen wir wohl. Nicht, dass wir da wieder rauskommen. Oder kann man sich selbst reviven? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, nee. Na okay, dann machen wir Spiel laden. Wir haben den Quicksave vor unserem Dialog vorhin gemacht. Das heißt, wir können den zumindest nochmal führen und vielleicht irgendein Indikator rausfinden, anhand dem man erkennt, wer aber gerade am Sprechen ist. Damit wir quasi den Dialog tatsächlich so führen können, wie er vom Spiel vorgesehen ist. Und es wählt halt einfach immer... Jeder das aus, was er gerade für richtig hält, und irgendwie wird sich das dann schon ergeben. Naja, aber wir hatten ja gesagt, wir lesen vor, und wenn jeder immer nur das wählt, dann sind die Dialogoptionen halt schnell durch und. Ich würde es schon gerne so wie ein Dialog aufziehen, ne? So. Auf jeden Fall sollten wir uns, bevor wir da wieder reingehen, vorher erst nochmal hochheilen. Und möglicherweise auch nicht zu weit vorrushen, damit wir diese Wächterstatue nicht
Ja, wir müssen... Nicht gleich triggern. Vielleicht können wir die Wächterstatue auch kaputt machen. Das könnte vielleicht auch gehen. Das könnte sein, ja. Und dann sollten wir vielleicht... Warte doch mal, ich denke, wir wollen miteinander reden. Aber die Ausrufezeichen sind nicht mehr da. Ich habe aber eins. Ach so, na dann... Ich kann mit dir sprechen. Ein Goblin-Healer. Das ist ein neuer. Aber sie könnte der einzige Weg sein, unsere Skulls intakt zu halten. Ah, jetzt hast du tatsächlich auch mal was gesagt. Also ich wähle schon mal nicht aus. Ich glaube Kevin auch nicht. Also ich denke mal, es wird Matzes Antwort sein. Ich glaube ja. Sie würde uns vermutlich Löcher in den Schädel bohren. Nein, danke. Es muss doch auch anderswo einen Heiler geben. Genau, Goblins sind doch nicht für ihre medizinischen Fachkenntnisse berühmt. Ja, ich glaube, das sagt Kevin. Genau. Ich wollte es auch sagen, aber du hast mir halt einfach. So, ja, sorry, ich wusste nicht, dass es deine Dialogoption war. Das ist na, ja nach genau der Logik Problem, schon. Ja schon Benny hat angefangen, dann du und dann ich. Ah, nee, Benny hat jetzt. Es war ja Benny, ich, Benny und dann du. Nein. Naja, das erste war ja automatisch, um das Gespräch zu triggern. Die erste Auswahl hattest du. Ach so, okay. Und danach war ich dran. Eben. Okay, na gut, egal. Dann habe ich es vielleicht verkackt, aber es war auf jeden Fall trotzdem nicht so mega ersichtlich, jetzt fand ich. Nee, immer noch nicht. Jetzt spring doch mal, du Knallhans, Mensch. Südele, also meine Health ist tatsächlich gerade noch voll, war das schon beim Form Reload so? Ist ja ein Ding. Achso, und die Gladys level ich mal noch eine Stufe auf, damit die auch ein bisschen mehr Health hat. Und Benny ist jetzt schon rein? Ich bin schon drin, ja. Ich mach gerade die Wächterstatue kaputt. Ach, sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob mein Bogen da irgendwie Schaden nimmt, aber der hat jetzt, glaube ich, keine... Und hier außerhalb des Kampfes kann ich meinen Zauber beliebig oft aufrufen, oder wie? Wenn er nicht irgendwelche besonderen... Nee, er hat keine Zauberplätze dann, oder sowas. Dann, ja, einfach du quasi nur... alles machen. Aha, okay. Gut, dann haben wir aber zumindest das Problem der Wächterstatue jetzt schon mal gelöst. Und wenn alle ready sind, können wir uns in den Kampf stürzen und damit ein bisschen mehr Erfolgsaussichten reingehen, glaube ich. Auch überlegen, sich zu verstecken und schon mal irgendwie ein bisschen... Findest du? Ich fand den Kampf jetzt nicht so schwer. Der Kampf war nicht schwer. Wir haben trotzdem easy gewonnen. Wir können jetzt halt hier versuchen, erstmal eine ordentliche Position zu holen. Ich glaube, ich wurde gesehen. Ja, ich glaube auch. Ne, Kevin wurde gesehen. Was, ich? Ich war doch bin am weitesten hinten. Du führst aber das Gespräch gerade. Whatever. Ich hol mal Gladys nach. Jetzt ist der Kampf gekommen. Textura! Ne? Ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Kammerschlüsselfragment, was Kevin hier gerade trägt. Schon so. Gehe ich auf Risiko oder nicht? Mach Risiko. 3, 2, 1, Risiko. Echt mal. Das ist die Farbe von Darkwing Duck, die du hier rumträgst, also gib ihm. Ich weiß nicht, ob das ich was vermute, war schlecht für uns. Aber Isaiah aka Kevin ist nach wie vor an der Reihe. Das ist auch immer sowas. Ach, hier ist mein Rabe, okay. Ja, der chillt sich da hinten noch rein ab. Ja, das ist okay. Komm, Bloodwing. Oh, nice. Und er hat die Augen ausgehackt. Was für ein Badass Rabe. Nee. Ey, du siehst mich nicht. Sag ich doch. Aber die da sieht dich. Ja, ich merk schon. Aber ich
Bin nicht bei... Was ist denn dann das da? 15 von 15? Ach, ich bin wieder bei Gladys, Mensch. Verwirrend. Höchst verwirrend, sagst du dir. So, dann komm mal her, Gladys. Was kannst du denn eigentlich alles? Ach, die hat übrigens auch noch zwei Wiederbeleben-Schriftrollen. Ah, nimm sie ja gleich mal weg. Oh, wo kommt der denn her? Hast du einen Angriff? Okay, ich mache erstmal hier das eine Runde mit dem Schwert. Nee, kann ich nicht. Kevin ist hin. Ich. Da habe ich mich jetzt hier schön mit, ich mache erstmal Resistenz. Habe ich mich jetzt hier schön in meinen Charakter eingelesen und jetzt ist Gladys dran und ich bin wieder nicht am Durchblicken, was die alles kann. Aber Gladys kann heilen. Das ist schon mal sehr gut. Das könnten wir hin und wieder mal gebrauchen, glaube ich. Das glaube ich auch. Wieso war ich denn jetzt eigentlich nicht dran? Nein, Rabe! Also wieso werde ich denn jetzt, wieso wurde ich denn übersprungen? Jetzt bin ich dran. Da wird ja mal Zeit, Mensch. In your face. Ich bin aber auch ja, wirklich doch, immer tot, doch. Ne? No, nee, shit. Ja, ich weiß nicht, ob das darin liegen kann, dass du quasi nie auf Konstitution gegangen bist. Spielt man halt so, ne? So, magst du mit Gladys Kevin aufhelfen? Ja, das kann ich tun. Die überleben auch alle mit einem HP da hinten, die zwei. Das ist halt auch maximal unlucky. So, Gladys waltete ihres Amtes. Und wie viel HP hat Kevin? Da kann ich jetzt hier auf Kevin noch einen Heilzauber machen. Perfekt. Hä, was kann damit sieht es doch schon wieder machen? Ganz knusper aus. Der Kampf ist doch vorbei. Nee, einer ist noch da, da oben. Ganz, ganz oben. Da oben. Konnte eh nichts machen, warum auch immer. Ganz da oben, der ist auf jeden Fall außerhalb meiner... Ah, nee, ich erreiche ihn doch. Nur siehst du. Jetzt ist der Kampf vorbei. Das war ja leicht. Ja, hab ich ja gesagt. Eine verlustlose Schlacht. Klauen wir erstmal die Leichen. Was war das? Wasserfass? Nee, brauche ich nicht. Ein Plutonium-Eis. Nice. Quick save! Ah, guter Punkt. Danke, lieber Kevin. Das ist tatsächlich gut, wenn ihr mich da immer dran erinnert. Also sagt's ruhig auch laut und deutlich nach solchen Sachen, dass wir einen Quicksave machen müssen. Ich weiß nicht, wenn ihr F5 drückt, passiert wahrscheinlich nichts, nee, oder? Das kann, glaube ich, nur der Sitzungsführer machen. Das kann nur ich machen. Und meine Schuhe glühen. Was ist denn da los? Ich habe Teds rote Cowboy-Stiefel. Schwieriges Terrain heißt das. Ah, okay. Verstehe. Ah, hier ist noch ein toter Mensch. Na, guck mal an, was hast denn du dabei? Aber wissen wir denn, wieso die jetzt in der Gruft waren? Ich glaube ja, mal, weil alle hier von Goblitzheim gesucht werden. Aufgelöst werden. Wenn wir kriegt mal jemand die Kiste auf? Benny wahrscheinlich warten. Nicht, ne? Warte mal auf Benny. Ich habe nichts dabei, um Kisten aufzumachen. Trotzdem solltest du mal hier hochkommen. Ich habe noch einen rusigen Schlüssel bekommen. Gucken, wofür der dann ist. Okay, ist das jetzt nur ein dekorativer Gegenstand oder kannst du damit irgendwas machen? Ich schätze mal schon, dass ich damit was aufschließen kann. Mittelfristig. Okay, vermutlich hier die schwere Truhe, I guess, oder? Ja. Wer von euch ist denn Fernkämpfer? Benny. Ich. Brauchst du einen Säurepfeil? Ja, bitte. Dafür. Kann ich dir den einfach ins Inventar ziehen? Ja, klar. Ich habe hier auch eine zweihändige Nahkampfwaffe, einen Holzstab, also falls den irgendjemand braucht, der sieht relativ gut aus. Wo sehe ich den? Oh, Diebeswerkzeug, sehr schön. Ah, hier, die Fangschlinge der Natur. Hm. Ich könnte ihn ja mal probieren, also es zeigt mir zumindest gerade nicht an, dass ich damit keine Übung hätte. Oh, du hast ein ganzes Hühnchen, Mensch, du bist ja richtig equipped hier. Ich habe nur drei Bögen, einen Schlüssel und eine... Na gut, ich habe Wein. Können wir einen drauf machen zusammen. Du das Hühnchen, ich den Wein. So. Ich möchte eigentlich meinen Charakter. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich Nahkampfangriff plus 3 und damit habe ich plus 1. Aber er sieht irgendwie cooler aus für meinen Charakter. Und
Ich gehe jetzt erstmal auf Optik. Scheiß drauf. So. Ich hab doch nur euch. Eingang zu den Ruinen oder gehen wir mal darüber, da wo Kevin gerade langläuft. Ja, das sieht tatsächlich spannend aus, wo Kevin da gerade ist. Weiß ich, deswegen mache ich. Noch so ein Tor. Und ich weiß werde auch, auf jeden Fall erstmal einen Heiltrank nehmen. Nee, ja gut, okay. Woher weißt du das? Na, fehlt noch. Geh jetzt durch. Uiuiui. Also gesund sieht das aber nicht aus. Nee, es hält sich in Grenzen. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas... Wo bin ich? Wenn wir da jetzt reingehen, würde ich fast vermuten, dass wir drauf gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also ich glaube, hier kommen wir später nochmal hin. Ich kann ja mal Gladys vorschicken. Ah, nee, da geht's nicht so gut. Ich kann gerade gar nichts machen. Müsste halt mal... Denn? Keine Ahnung, mein Bildschirm ist weg. Ich kann den nicht bewegen. Entweder geht mal raus oder so, dass es mich wieder mit raus nimmt. Ich möchte das Wort, ich hier bei diesem Raum auf den Lippen habe, nicht aussprechen, aufgrund historischer Zwei. Guter Punkt, Matze, würde ich an deiner Stelle auch nicht unbedingt machen. Aber es ist schon eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Mal gucken, wie wir dann da... Ich glaube tatsächlich, dass wir hier momentan noch nicht hinkommen sollen. Deswegen würde ich auch sagen, gehen wir erstmal zurück. Möglich ist es. Möglich ist alles. Was war denn hier? Ach, ist alles schon leer. Benny war schon da. Nee, das war ich. Und ich auch. Da hast du ein bisschen was übrig gelassen, auf jeden Fall. Nee. Doch. Ach, Quatsch. Dann halt nicht. Und hier kommen wir. Mein Bildschirm ist nicht mehr schön. Aber schön hier! Oh. Jetzt ist mein Bildschirm schwarz. Achso, nee, okay, ich komme mit raus. Oh, hier sind noch schöner! Hier waren wir schon mal. Echt? Ja. Stimmt, ja. Aber schön hier. Es ist auf jeden Fall immer noch schön hier, aber hier hinten geht's noch weiter. Hier waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir nicht, weil wir dann in den Kampf getriggert wurden, der in den Druidenhain reinge... Oh, da sieht's ja auch schön aus. Da sieht's irgendwie... Cozy Place hier. Also ist die Frage, ob wir jetzt nochmal in die Stadt zurück wollen oder ob wir erstmal hier weiter erkunden wollen. Ich bin erstmal in Bennys Dialog gesprungen. Heilkunde klingt gut. Ich. Da hast eh keine Wahl, deshalb untersuche ich es jetzt einfach mal. 7, na, das schaffst du ja wohl. 4. Nope. Nicht. But you can't find any sign of a wound. Du hast ja nicht mehr versucht, du hast nur geguckt. Guck. Kann ich das jetzt auch nochmal untersuchen? Ach nee, ich kann es bloß looten. Ach doch. Ich kann es auch untersuchen, dann probiere ich es doch nochmal. Vielleicht finde ich ja mehr raus als Benny. Ich brauche aber eine 10 dafür. Ich bin jetzt randomly auch nochmal drin. Ich darf es auch einfach nochmal machen. Okay. Also auch wieder verwürfelt? Nee, diesmal geht's. Hast du's? Achso. Nee, ich bin wieder bei dir drin. Achso. Also sind auf jeden Fall zwei Löcher drin und das ist komplett ausgeblutet. Also zwei Löcher im Kopf. Ja, da waren vielleicht mal die Augen drin. So, nochmal die Frage, wollen wir hier weitermachen oder nochmal in die Stadt zurück? Wollen wir erstmal hier? Hier sind noch zwei Leute. Also ich würde jetzt nicht quasi da... Es hat auf jeden Fall gerade gespeichert. Ich würde jetzt noch nicht hier drüber gehen, das würde ich auf jeden Fall nächste Folge machen. Weil hier scheint irgendwie was Größeres zu sein. Da bin ich bei dir. Wir können ja nochmal in Richtung Druidenhain gehen, weil ich glaube, da war ja immer noch was unerfüllt. Wir haben ja tatsächlich noch nicht mal das gemacht, was wir Anfang der Folge angekündigt haben. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Aber guck mal, da steht einer. Wollen wir mit dem mal knetschen, den beiden hier? Hätte ich jetzt gesagt, dass wir das noch schnell machen. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh.
And something within you stirs in response. Seine Wunden sehen tief aus. Ich kann vielleicht helfen. Das sage ich bei einer 8. Und das erfahren Sie nach der Werbung. Ja, gerade so. Bisschen auf Kanonen mit Spatzen geschossen, aber passt. Nee, andersrum. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Von wo denn aussperren? Ach so, aus meinem Kopf. Weil er wahrscheinlich auch so eine Larve hat und naja. Er ist quasi jetzt in meinem Kopf drin ist. Aber wir halten seinen Blick natürlich stand. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna. New recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Schon wieder Begleiter, oder was? Mm-mm. Glaube ich nicht. Nee. Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall ziemlich viele Dialogoptionen und ich habe noch mehr Fragen als Antworten bisher. Wahre Seele? What? Are you testing us? That's what's wrong. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. Please. Any supposed new god would have an uphill battle. Hey, was soll denn das jetzt? Die ist nicht hilfreich, die Lady. Gladys. Warum seid ihr hier draußen? Die Wildnis ist gefährlich. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Ich habe diesen Absturz überlebt. Ihr habt mich gefunden. You? Brynna, kill him. Ich habe keine Ahnung, was gerade geschehen ist. Ich auch nicht hundertprozentig. Was haben die jetzt für ein scheiß Problem mit uns? Wir sind doch coole Babos. Aber gut, dann friss meine Axt. Friss meinen Raben. ja. Nicht, oder was? Ja, dann segnet euch halt. Würde ich auch nicht retten. Tot. So. Ja, wenn man das Kampfsystem einmal so ein bisschen intus hat... Ja, echt doch jetzt? Ganz gut, muss ich sagen. Ach, das ist schon das zweite Mal jetzt. Was ist denn los? Warum denn wieder mit einem HP überlebt? Ach so, na, damit Gladys hier den Final Move machen kann. Oder ach nee, sie hat nicht. Gar keinen Aktionspunkt. Dann gehen wir wieder zurück. Huh. Aber nur zum Tricksen. Ah. Verarscht. Mann. Ja, Rabe macht das. Oh, Mann. Das Wort da. Die ist echt beinhart. Klingenbannen, das heißt, wir müssen sie auf jeden Fall mit Magie erledigen. Das haben wir jetzt auch getan. The man is dead, but something shifts beneath his.
his features. Die Frage ist, das ist hier rot, aber wer hindert uns dran, die zu looten hier? Ich hab den schon gelootet. Oh. Enttäuschend. Kill it with fire! Kevin ist für die rabiate Methode. Was denn sonst? Ist im Dialog, Benny? Nee, warte. Ich würde sie auch begutachten. It seems to curl upward in recognition, then shrinks back down, eager to escape. Jetzt! Aber jetzt, kurzer Prozess. Ein Mann! Think of harming something so beautiful, so pure. Gib ihm! Ach Mann, komm schon. Ja, ich bin's heute einfach. The tadpole plops to the ground. Now is your chance to stomp it into the dirt. But it's too precious. Too sweet. Isn't it? Wir erkennen das Motiv, konzentrieren uns und mit einer schnellen Bewegung zerstören wir ihn. Bei einer 10. Dauert nicht. Sag ich doch. Nee. Ja, irgendwann muss es ja mal schief gehen. Wie oft muss man denn hier auch eine 10 würfeln? Your foot trembles. You can't do it. You couldn't possibly. It slithers away and vanishes into the undergrowth. Safe. Free. Niemand ist damit einverstanden. Kann ich verstehen. Speichern. War jetzt aber auch ein bisschen die Länge gezogen. Also so oft dann einfach gewürfelt, bis man irgendwann mal nicht mehr Erfolg hat. Aber wir können wieder einen Dialog miteinander führen. Schauen wir nochmal. Gut, dann nicht. Ich hab gespeichert. Achso. Stimmt. Das dürfte jetzt Matze wieder sein. Das glaube ich auch, ja. Jetzt wissen wir, dass diese Parasiten entfernt werden können. Finden wir heraus, wie es ohne den Tod geht. Wer hat das jetzt gesagt? Ich nicht. Ah. Das ist jetzt wahrscheinlich Kevin. Stimmt. Außerhalb der Würde sehen sie recht verwundbar aus. Wir finden eine Möglichkeit, sie zu stoppen. Verzweifeln nützt uns nichts. Schauen wir nach vorne und machen weiter. Naja, es hat sich doch ein bisschen wie ein Dialog angefühlt, würde ich sagen. Aber bevor wir jetzt hier in den nächsten Dialog stolpern, würde ich sagen, ist die Folge an ihrem Ende angelangt. Das tut uns auch ein bisschen leid, dass wir tatsächlich nicht dazu gekommen sind, was wir eigentlich ursprünglich machen wollten, nämlich im Druidenhain unten im Tal unten schauen, was da die Menge von sich skandiert, aber... Das machen wir noch irgendwann. Wir haben noch genügend Zeit, keine Sorge, wir haben ja jetzt 2 Folgen Baldur's Gate die Woche statt einer, das heißt, wir haben unseren Output dahingehend verdoppelt und ihr müsst nicht ganz so lange auf die nächste Folge warten, die gibt es dann nämlich schon am Mittwoch statt Minecraft Dungeons und wenn ihr wissen wollt, was im Druidenhain vor sich geht, dann schaltet da einfach wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüssi.